guck mal, hier gibt's viel Leben. Ja. Wir machen sowas zum allerersten Mal. Sehr ungewöhnlich, das Vieh aufs Feld zu lassen. Ich habe selbst viele Jahre vegetarisch und vegan mich ernährt. Und dann habe ich eben wieder angefangen, Fleisch zu essen, aus Überzeugung. Mein Name ist Pierre Girard. Ich bin Wissenschaftsjournalist aus Frankreich und pendele zwischen Berlin und Paris. Überall in Europa stelle ich fest, wie wir unsere Nahrung anbauen, hat auch einen riesigen Einfluss auf unsere Umwelt. Ein Viertel aller Treibhausgasemissionen stammt aus der Landwirtschaft. Und jedes Jahr gehen uns weltweit 24 Milliarden Tonnen an fruchtbaren Boden verloren. Dabei liegt die Lösung vieler dieser Probleme direkt unter unseren Füßen. Erde ist kein Dreck. Sie gibt uns Nahrung, Kleidung und alles, was wir zum Leben brauchen. Ohne gesunde Böden gäbe es mehr Dürren, mehr Überschwemmungen. Es ist höchste Zeit. Nicht umsonst heißt unser Planet Erde. Ich mache mich auf zu Menschen, die sich für die Rettung der Böden einsetzen. Mit ganz konkreten Methoden packen diese Landwirtinnen und Landwirte unsere Umweltprobleme direkt an den Wurzeln. In dieser Folge geht es um sogenannte Nutztiere. Wie schädlich sind sie wirklich für Luft, Wasser und Boden? Wir packen gleich das Thema bei den Hörnern, bei Elisabeth in Niedersachsen. Sie behauptet, ihre Kühe wären waschechte KlimaretterInnen. Und hier im englischen Shropshire bei Mark, er hat ein richtig spannendes Experiment vor. Er will schauen, ob seine Schafe auf seinen Weizenfeldern zu mehr Erträgen führen. Er macht das dieses Jahr zum ersten Mal und wir sind dabei. Aber zuerst geht es zu Elisabeth. Ich bin Elisabeth Friesen und Bäuerin aus Überzeugung. Mit meiner Arbeit möchte ich Tiere, unser Klima und die Natur schützen. Mein Hof liegt in Niedersachsen und viele kennen Niedersachsen als das Bundesland mit intensivster Tierhaltung, die das Grundwasser verschmutzt. Ich möchte zeigen, dass Fleischproduktion und Tierhaltung auch schonend geht. Wir haben ungefähr 90 Mutterkühe und die leben bei uns das ganze Jahr über draußen. Also wir haben gar keinen Stall, sondern die leben das ganze Jahr auf der Weide. Wir haben diese Limousinrinder und Angusrinder. Und die Angus sind die dunkle, richtig? Diese genau. Fast schwarze. Schwarz ist Angus. Und Angus ist auch immer hornlos und Limousin sind die braun und die haben dieses weiße Maul und die weißen Augen. Jetzt haben die Hunger wahrscheinlich, oder? Genau, wir bringen sie jetzt auf die neue Weide. Komm, er kommt! Guten Morgen, Freude pur. Man hört richtig, wie die da das Gras schön fressen. Ja, genau. Die reißen das ja mit ihrer Zunge. Einmal so, also umschlingen das und reißen das ab. Und hier sehen wir auch, warum diese Weidehaltung einfach die natürlichste Form der Tierhaltung ist. Erstmal können wir hier halt sehen, dass die Kühe immer einen Schritt nach vorne machen, um überhaupt das Maul auf die Erde zu bekommen. Stimmt. Also sie können nicht so stehen, dann kommen sie nicht runter. Sonst kippen sie nach vorne. Genau, das habe ich zwar noch nie gesehen. Aber das fördert also auch deren Wohlbefinden, wenn sie im Laufen fressen können. Und wenn man jetzt eine Stallhaltung hätte, dann müsste man auch den Futtertisch etwas erhöhen, damit sie überhaupt ans Futter rankommen. So schön es ausschaut, die Kühe, die stehen auch stark in der Kritik, weil ich meine, die stoßen richtig viel Methan aus, Treibhausgase, und der Klimarat hat gesagt, wenn wir bei der heutigen Fleischproduktion bleiben, dann werden wir die Ziele des Pariser Abkommens nicht erreichen können. Wie kommt das zusammen für dich, dass du trotzdem sagst, meine Kühe sind Umweltschützerinnen? Ja, also beides ist richtig. Es kommt ganz stark auf die Art der Tierhaltung an. Eine Kuh frisst täglich rund 50 Kilogramm Futter.
Diese Nahrung wandert zwischen ihrem Maul und dem Pansen hin und her. Der Schlüssel zu diesem Verdauungssystem sind Bakterien im Pansen. Sie machen die Zellulose verdaulich, aber setzen auch Kohlenstoff frei. Und zwar in Form von Methan, das in die Atmosphäre entweicht. Dort baut es sich in etwa 10 Jahren zu Kohlendioxid ab. Der Grasbrei aber wandert weiter. Der Kuhfladen zersetzt sich im Boden und liefert Nährstoffe für das Gras. Wenn es wächst, bindet das Gras wieder Kohlendioxid aus der Luft. Die Kuh frisst das Gras und der Kreis schließt sich. Die kriegen nur das Futter, was hier auf dem Betrieb entsteht. Also entweder weiden sie oder im Winter füttern wir dann auch Heu dazu, was wir eben im Sommer geerntet haben. Und Klimaprobleme in der Tierhaltung entstehen, wenn wir extra Futtermittel für Tiere anbauen. Also bei der Kuh wäre das ja gar nicht nötig, extra noch Getreide oder Mais auf dem Feld anzubauen. Aber was ist mit dem Wasser? Man hört immer wieder diese Zahl von 15.000 Liter Wasser, was man für ein Kilogramm Rindfleisch braucht. Das ist enorm. So ein Kuh hier wiegt um die 600 Kilo. Also das sind am Ende um die 200 Kilo Fleisch. Also 200 mal 15.000 Liter Wasser sind unglaubliche 3 Millionen Liter Wasser. Sehen wir uns die Berechnung mal genauer an. Es ergibt für eine Kuh, die 6 Jahre lebt, das Wasser, das sie säuft, etwa 60 bis 70 Liter am Tag. Es kommt aus Flüssen, Seen oder dem Grundwasser. Plus das Wasser, das auf dem Hof und im Schlachthof verbraucht wird, zum Beispiel zum Saubermachen. Es gilt danach als unbrauchbar. Aber vor allem das Wasser, das dafür sorgt, dass das, was die Kuh frisst, überhaupt wächst. Hier werden über 90% des Wassers verbraucht. Alles in allem addiert sich das auf zu 15.000 Liter pro Kilogramm Fleisch. Scheinbar logisch, aber nicht, wenn die Kuh immer auf der Weide ist und nur Gras frisst, wie bei Elisabeth. Warum? Ganz einfach, weil das Gras hier ohne künstliche Bewässerung wächst, nur durchs Regenwasser. Dieses Wasser geht nirgends verloren. Es ist einfach Teil des Wasserkreislaufs. Das heißt, es ist da, egal ob die Kuh auf der Weide steht oder nicht. In einem System ohne künstliche Bewässerung wie bei Elisabeth braucht man also nur 500 Liter Wasser für ein Kilogramm Rindfleisch. Also in erster Linie muss man wissen, wo die Kühe leben, wenn man Fleisch oder Milch konsumiert. Aber trotzdem, Elisabeth, du kannst auch nicht komplett wegschauen, weil die Nutztierhaltung insgesamt in Niedersachsen ist schon relativ problematisch. Also die Nitrateverschmutzung zum Beispiel, die ist da in Niedersachsen und deine Kühe, die sind nicht ganz neutral für die Umwelt. Die Nitratverschmutzung des Grundwassers kommt auch aus der intensiven Tierhaltung. Und da ist das Problem, wenn Betriebe ihr eigenes Futter nicht anbauen, würden sie zum Beispiel Soja aus Südamerika importieren nach Deutschland und das enthält besonders viel Stickstoff. Und wenn man das dann auf die Felder ausbringt als Dünger, dann kann die Pflanze das gar nicht alles aufnehmen, sondern es wäscht auch etwas aus in unser Grundwasser. Also wenn man Futter importiert, importiert man auch Stickstoff und Düngemittel mit, sozusagen, also Überdüngung mit. Genau, vor allem, wenn das in so einer konzentrierten Form die Tiere gehalten werden, wie in Teilen von Niedersachsen, wo wirklich Stall neben Stall steht. Ein bisschen Gülle ist guter Dünger für den Boden. Aber die Böden können nicht endlos viel aufnehmen. Es kommt zu Überdüngung und Verschmutzung des Grundwassers, wodurch die Nitrate in Flüsse und Seen gelangen. Wegen der enormen Menge an Nutztieren liegt an vielen Orten Deutschlands und vor allem in Niedersachsen der Nitratgehalt im Grundwasser bereits über der kritischen Grenze von 50 Milligramm pro Liter. Und das hat nicht nur Auswirkungen für die Umwelt, sondern auch für uns am Ende der Kette. Denn am Ende zahlen wir die zusätzlichen Reinigungsmaßnahmen des Grundwassers. Aber jetzt erstmal zu Mark nach Shropshire in England. Auch hier belastet Tierhaltung Grundwasser und Boden. Auf 55% der Landesfläche laut britischer Regierung. Mark baut zwar Getreide an, doch er braucht dazu auch Tiere. Und er möchte mir zeigen, dass sie keine Belastung darstellen müssen. My name is Mark Lee.
Mein Name ist Mark Lee. Ich bin seit über 20 Jahren Biobauer. Auf 180 Hektar bauen wir Getreide und Erbsen an. Wir glauben leidenschaftlich daran, dass wir Vieh in unserem System brauchen, weil wir nur so nachhaltig sind und ohne Pestizide auskommen. Nutztiere sind in unserem System sehr wichtig. Denn obwohl Nutztiere wegen ihren negativen Auswirkungen auf den Klimawandel in der Kritik stehen, glauben wir, dass sie bei nachhaltigem Einsatz die Kohlenstoffspeicherung verbessern und Teil der Lösung sein können. Marks Felder durchlaufen dabei einen 5-Jahres-Zyklus. 2 Jahre Bodenaufbau und 3 Jahre Getreideanbau. Als erstes will Mark mir den Schlüssel zu seiner Methode zeigen. Ich sehe weder Schafe noch Getreide. Wo bringst du mich hin? Es sieht zwar so aus, als ob hier nichts passiert, aber das stimmt nicht. Der Klee ist die wichtigste Pflanze auf der Farm. Er gehört zu den Hülsenfrüchtlern und die binden Stickstoffe aus der Luft im Boden. So wachsen andere Pflanzen besser. Die Kleewurzeln düngen also die ganze Zeit von unten. Aber wie funktioniert das? Das muss ich mir genauer ansehen. Wir haben ein gutes Bild. Wow. Sieht aus wie eine Nase und darin spielt sich alles ab. In diesen kleinen unscheinbaren Knöllchen leben Bakterien, die den Klee und andere Hülsenfrüchtler zu richtigen Powerpflanzen machen. Zusammen verwandeln sie den trägen Stickstoff der Luft in wertvollen Pflanzendünger und reichern den Boden an. Ohne die Zusammenarbeit von Pflanzen und Bakterien bräuchte es Energie von der Stärke eines Blitzeinschlags, um diesen Prozess in Gang zu setzen. Und extrem viel Energie braucht man auch, wenn man Dünger künstlich herstellt. Weil du schon Stickstoff hast, brauchst du keine Düngemittel. Wir verwenden auf der Farm keinen anderen Stickstoffdünger. Nur diese Hülsenfrüchtler und tierische Ausscheidungen. Besonders aufregend ist aber unser neuer Versuch, den du auf dem anderen Feld sehen wirst. Da bringen wir alles zusammen, Klee, Schafe und Getreide. Dadurch verbessern wir die Bodengesundheit. Aber der Clou ist, durch die zusätzlichen Nährstoffe im Boden können wir auch Nahrung für uns anbauen. Und das alles gleichzeitig. Jetzt bin ich neugierig. Auf diesem Versuchsfeld bauen wir Klee und Getreide zugleich an. So machen wir den Boden fruchtbarer und nutzen die Nährstoffe direkt wieder. Das heißt, wir sehen hier Klee und Weizen? Genau. Auf den ersten Blick ist alles einfach grün. Aber Mark hat sein Getreide direkt zwischen den Klee gesät. Dabei muss er darauf achten, dass das Getreide stark genug wird, sich gegen den Klee durchzusetzen. Das ist eine alte Weizensorte, die sehr hoch wächst. Und du willst die Schafe auf diesen Weizen lassen? Ja, das ist die Idee. Wir haben festgestellt, dass der kritische Zeitraum in der Konkurrenz zwischen Klee und Weizen zu Beginn des Frühjahrs ist. Wenn die Getreidehalme austreiben, dann braucht der Weizen am meisten Platz, Licht, Wasser und Ressourcen. Da soll der Klee gekürzt und zurückgedrängt werden. Die Idee ist also, die Schafe jetzt im späten Winter beide Kulturen abgrasen zu lassen, den Klee und das Getreide. Danach wird das Getreide viel schneller sprießen und das Rennen gewinnen. Das hoffst du zumindest. Das hoffen wir, ja. Wir werden sehen. Außerdem kann der Boden um diese Jahreszeit sehr anfällig für Erosion sein. Nicht so sehr an diesem Standort, aber an Hanglagen. Die Schafe helfen uns, den Boden zu verdichten, sodass er weniger erodiert, insbesondere durch Wind und Wasser. Dafür würde man sonst Traktoren und Maschinen nehmen. Ja, um diese Jahreszeit würden wir das sonst mit einem Traktor walzen.
Du brauchst die Tiere also wirklich. Da sind sie ja. Sie können es kaum erwarten, dir zu helfen. Anders als mit der Chemie ist die Arbeit mit Tieren natürlich meistens unberechenbar. Aber Marc zeigt hier, dass die biologische Landwirtschaft unbedingt Tiere braucht. Auch bei Elisabeth in Niedersachsen bringen die Tiere Vorteile für den Bodenaufbau und Überraschungen. Da, guck mal. Ja, also ich denke, hier haben wir einen Kuhfladen, der schon mehrere Wochen oder sogar Monate alt ist. Der sieht ja ganz anders aus als dieser Kuhfladen. Ja. Das hier ist ein frischer und der ist schon, der wurde so richtig eingesaugt von unten, vom Bodenleben, und das kann man jetzt auch einfach in die Hand nehmen. Also, wohl? Obwohl, ne, nicht ganz so. Das riecht aber wie Erde. Tatsächlich. Krass. Hier ist ja auch überall schon Sand drin. Also die Kuh hat natürlich keinen Sand gefressen. Das hat nicht die Kuh ausgeschieden, sondern das Bodenleben von unten ist halt in den Kuhfladen reingegangen und hat schon Sand mitgebracht, also durchmischt. Wow. Den Sand von unten mit dem Kuhfladen. Oh, guck mal, hier gibt es viel Leben. Ja. Es ist was Gruseliges. Also ich spüre, das bewegt sich auf meine Hand. Da gibt es wahrscheinlich 300 Würmer. Das kitzelt. Ich würde das gerne jetzt mit meinem Taschenmikroskop anschauen. Vielleicht gibt es noch welche, die wir gar nicht sehen. Bestimmt, Augen. Ja. Taschenmikroskop. Aber guck mal, das bewegt sich auch. Hier. Oh, wow. Yeah. Also Leben gibt's in der Kuhfladen. Yo. Pro Kuhfladen sagt man ja 200 bis 300 Gramm Insektenmasse leben darin oder davon. Es gibt ja erstmal ganz viele verschiedene Insekten, die den nacheinander besiedeln, so ein Kuhfladen. Die bestäuben zum Beispiel die Kräuter, die hier sind, oder auch die Obstbäume. Da haben wir eine riesige Pflanzenvielfalt. Und die Insekten wiederum sind ja auch dann die Nahrungsgrundlage für Vögel. Ein bisschen Magie hier auf dem Feld, wie von die Kühe kommen. Ja, also das ist so der Dreh- und Angelpunkt der Biodiversität. Ohne die Kühe und ohne den Kuhfladen wäre hier einfach weniger los. Zurück zu Marc und seinen Schaffen nach England. Ist hier jetzt alles bereit für sein Experiment? Wichtig ist, dass der Weizen noch sehr jung ist. Er ist noch nicht in die Höhe gewachsen. Das heißt, im Moment befindet sich die Ähre des Weizens noch genau hier, ganz unten. Zu tief für die Schafe. Aber wenn der Frühling kommt und das Wetter besser wird, dann schießt die Ähre Ende März, Anfang April plötzlich in die Höhe. Wenn wir die Schafe zu spät weiden lassen, wird sie mit abgefressen und wir hätten viel weniger Ertrag. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Schafe früh aufs Feld kommen und schnell wieder weg sind. Okay. Wenn die Schafe aber die Triebe in der Mitte der Pflanze abfressen, dann sollte die Pflanze sogar kräftiger werden, mehr Triebe und damit mehr Getreide produzieren. Aber wie wächst Weizen eigentlich? Im Herbst sät der Bauer das Weizenkorn aus, es keimt und die Pflanze treibt aus. Sobald im Frühling die Temperaturen steigen, sprießen weitere Blätter. Der Ansatz der Ähre entwickelt sich und plötzlich schießt sie hoch. Das Korn bildet sich aus, aber bei dieser Sorte knicken manche Halme einfach ab. Und ein Teil der Ernte geht verloren. Marc hofft, durch die Hilfe der Schafe wachsen die Pflanzen besser und bringen mehr Ertrag, wenn das Experiment klappt. Also ist jetzt der richtige Moment? Ja, ich denke schon. Wir machen das zum allerersten Mal. Es ist ungewöhnlich, das Vieh aufs Feld zu lassen. Normalerweise tun wir alles, um die Pflanze zu schützen. Aber ich bin entspannt. Mal gewinnt man und mal verliert man. Das Wichtigste ist, dass man daraus lernt.
Der Plan ist, die Schafe nur für kurz auf eine kleine Fläche zu lassen und sie dann auf eine neue Fläche zu treiben, damit sie nicht so viel abfressen. Und du bist ganz entspannt? Ich habe großen Respekt davor, dass du so viel riskierst. Ein bisschen nervös bin ich schon. Aber schon vor Hunderten von Jahren haben Bauern das so gemacht, als es noch keine Agrochemie gab. Damals war das üblich, also sollte es auch heute klappen. Das Versuchsfeld ist genau abgesteckt. Und die Schafe zu bewegen, ist ganze Arbeit. Die Sprinteinlage macht Hoffenbach hungrig. Was gibt es schon Besseres als frische, saftige, junge Triebe? Also das hier sieht aus wie Gras, das ist aber wirklich Weizen, also das, was wir für unser Brot brauchen. Und ich finde es schon erstaunlich, dass Marc sich so viel traut und so viel riskiert von seiner Ernte. Und jetzt werden wir schauen, was daraus geworden ist. Das war vorher und hier nachher. Der Unterschied ist aus der Luft deutlich erkennbar. Und wie geht es den Pflanzen? Sie haben den Weizen unter Stress gesetzt, genauso wie du es wolltest? Das müsste so passen. Sie dürfen nicht zu viel abgrasen, das ist gut. Perfekt. Ja, das ist gut, denn zu diesem Zeitpunkt liegt der Ansatz der Ähre noch unter diesem Punkt. Also ohne Tiere kein nachhaltiger und biologischer Anbau? Das können nur sehr wenige und das auch nur in einem kleinen Maßstab. Aber in einem größeren Maßstab, in einem landwirtschaftlichen Betrieb, ist es sehr wichtig, dass wir Tiere in das System einbinden. Dafür, was sie für den Boden tun, gibt es keine Alternative. Hallo. Hi. Dominik, das ist Pierre. Freut mich. Dominik ist von der... Dominik ist vom Organic Research Center. Sie begleiten unsere Arbeit wissenschaftlich. Die Ergebnisse helfen uns hoffentlich zu verstehen, was hier passiert. Der beste Beweis für gesunden Boden sind viele Regenwürmer. Die werden in der Stichprobe einfach gezählt. Auffällig ist, wie locker der Boden ist. Er zerbröselt ganz leicht. Und nach Regenwürmern müssen wir nicht lange suchen. Insgesamt finden wir 10 Stück. Entspricht das Ergebnis deinen Erwartungen? Für ein Loch dieser Größe sind 10 sogar ziemlich gut. Das ist die Größenordnung, die man sich wünscht. Das ist wirklich gut. Elisabeth in Niedersachsen hat neben Kühen auch andere Nutztiere, die die Qualität des Bodens verbessern. Bei dir sieht man auch richtig an der Erde, dass es eine gute Erde ist. Die ist schön dunkel und saftig. Das heißt, überall, wo du ackerst, kommen die Tiere vorher einmal drauf auf die Fläche. Meistens ja. Ja. Es ist kein Gesetz, aber meistens machen wir das. Ich glaube, es gibt nie Gesetze in der Landwirtschaft, nee, oder? Genau, man muss immer sehr flexibel sein. Ja. Genau. Ach, ja. Die sind riesig. Okay, dann bringen wir die jetzt mal in den Hofladen. Also dann haben wir die Eier von unseren eigenen Hühnern und das Fleisch sehe ich hier. Genau, das Fleisch. Also hier gibt es auch so verschiedene. Ich sehe hier zum Beispiel Hüftsteak, also das, was man eigentlich so ein bisschen Standard als Steak essen würde zum Grillen. Das kostet hier 42 Euro pro Kilo. Ja. Das ist schon nicht ohne den Preis, ne? Also das muss man sich leisten können. Oder? Ja, man muss sich eben leisten können, Tiere gut zu halten, ne? Also
Wenn wir einen günstigeren Preis zahlen, dann leisten wir uns Umweltverschmutzung, schlechte Tierhaltung, wir heizen den Klimawandel an. Also das leisten wir uns ja auch. Also das ist ja das Schlimme, ganz viele Bäuerinnen und Bauern sind arm, weil sie zu wenig Geld kriegen. Also selbst das ist bei den steigenden Energiekosten für mich eigentlich fast zu wenig. Was müsste sich ändern, damit es klappt für dich? Ein wichtiger Baustein, wo ich Geld herbekomme, sind die Subventionen aus der Landwirtschaft. Im Moment werden sie einfach pro Fläche ausgezahlt und gar nicht so sehr für konkrete Leistungen für unser Gemeinwohl. Das müsste sich ändern, denn da sind mehrere Milliarden Euro jedes Jahr, die an Steuergeldern auf die Höfe kommen. Und das muss eben an Klimaschutz, an Tierwohl, an Wasserschutz, an all das geknüpft werden. Es gibt viele Tierschützer, die sagen, die Nutztierhaltung, die sollte abgeschafft werden. Wie findest du diese, also was ist deine Haltung dazu, wenn du das hörst? Also ich habe dafür Verständnis, ich habe selbst viele Jahre vegetarisch und vegan mich ernährt, aber gemerkt, dass das nicht logisch zu Ende gedacht ist für mich. Ne? Also irgendwann dachte ich, okay, es ist auch wichtig, wie ich Pflanzen dünge. Es ist wichtig, dass ich einen lokalen Nährstoffkreislauf habe, dass ich das Klima nicht so belasse und so weiter und so fort. Und dann habe ich eben wieder angefangen, Fleisch zu essen, aus Überzeugung. Ja, das stimmt. Wissenschaftler haben tatsächlich errechnet, dass man pro Person jeden Tag ungefähr 9 bis 20 Gramm tierisches Eiweiß essen sollte. An Fleisch, Milchprodukte oder Eier zum Beispiel. Das entspricht der Menge an Tieren, die sich von Pflanzen ernähren können, die nicht für die menschliche Ernährung verwendbar sind. Also wenn es mehr wird, müssen mehr Ackerlandflächen mobilisiert werden. Wenn es weniger wird, werden aber diese Fläche, diese Weiden zum Beispiel, verschwendet. Marks Getreide aus Shropshire geht zur Weiterverarbeitung in alle Ecken des Landes. Doch er möchte mehr auf Regionalität setzen. Dazu will er mir was zeigen. Merci. Wow. Das ist unser neues Spielzeug. Wir waren frustriert, dass unser Mehl im ganzen Land verkauft wird, aber nicht bei uns. Wir wollten auch die Menschen hier vor Ort mit Mehl versorgen. Und dafür brauchten wir eine kleine Mühle. Zeit für Mehl. Okay, ich hole meine Schürze. Hier kann er unterschiedlichste Getreidesorten mahlen und jedem das gewünschte Mehl zusammenmixen. Und das hat sich offenbar schon herumgesprochen und kommt gut an. Davon was? Ja, Marc, das wäre nett, danke schön. Ich gebe Brotbackkurse. Leute kommen zu mir und lernen, wie man Brot backt. Ich versuche, den regionalen Getreidemarkt hier in Shropshire anzukurbeln. Die Leute lieben das, wegen der kurzen Wege. In dem Brot kann man unseren Hof schmecken. Dieses Brot stammt aus dem System, das du gesehen hast. Das ist alles. Nichts kommt hinzu oder wird weggelassen. Wir bauen den Weizen an in unserem komplexen und vielfältigen System. Dann mahlen wir ihn und am Schluss backen wir daraus unser eigenes Brot. Okay. Das hier ist würzig und das im Vergleich ist eher nussig, würde ich sagen. Dieses? Das zweite. Jetzt habe ich auch dein wunderbares Brot probiert, aber würdest du sagen, dass die Schafe auf deinem Hof auch Gewinn bringen? Ja, aber das Hauptziel der Schafe ist nicht, Gewinn zu bringen, weil das nicht realistisch ist. Wir sehen die Schafe mehr als Teil der Lösung. Es ist also eher ein agrarökologischer Ansatz, bei dem wir das System in seiner Gesamtheit betrachten und die Schafe sind ein Teil davon. Alles muss miteinander kombiniert werden.
Auf dem europäischen Festland werden die Getreideproduzenten von der EU unterstützt. Aber bei dir geht es ja seit dem Brexit nicht mehr. Wie läuft das gerade? Beängstigend. Wir waren noch nie in einer so unsicheren Situation. Seit einigen Jahren häufen sich die Proteste von Landwirten und auch von Natur- und Umweltverbänden. Denn landwirtschaftliche Betriebe stehen immer mehr unter Druck und fürchten um ihre Existenz. Auch Elisabeth engagiert sich für Veränderung. Ich glaube, ich habe online ein Bild von dir gefunden, wie du mit dem Traktor nach Berlin gefahren bist. Kann es sein? Genau, ich bin schon öfter von hier aus mit dem Traktor nach Berlin gefahren zur Wir haben satt Demo. Im Januar? Ja, genau. Die 400 Kilometer. Ich glaube, es sind 350 oder 380 Kilometer. Ja, es dauert ein bisschen, aber es macht auch Spaß. Genau. Und auf der anderen Seite gibt es sogar ein Schild von dir. Genau, das hatte ich vorne am Trecker dran, so als meine Botschaft, warum ich überhaupt den weiten Weg gefahren bin. Bäuerliche Landwirtschaft schützt Boden, Wasser, Klima, Arten, die vier Säulen sozusagen. Genau. Und inzwischen bist du nicht nur auf dem Feld und auf der Straße, sondern auch im Bundeskanzleramt zum Beispiel. Da warst du in der Zukunftskommission Landwirtschaft und du bist auch Vorsitzender der ABL, der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Warum bist du da so engagiert, politisch gesehen? Ja, also das eine ist ja die Arbeit hier auf dem Hof, die ich nach meinen Idealen mache. Aber damit ich mir das auch in Zukunft noch leisten kann, müssen sich auch die politischen Rahmenbedingungen ändern. Also wir brauchen ganz, ganz dringend eine andere Agrarpolitik. Elisabeth und Marc setzen ihre Tiere unterschiedlich ein und haben auch ganz verschiedene Ansätze. Trotzdem sind sie sich einig. Ohne Tiere in der Landwirtschaft geht es nicht, wenn es nachhaltig sein soll. Elisabeth hat mir gezeigt, dass ihre Kühe sogar die Umwelt schützen. Auch der Einsatz von Schafen als lebender Bodenverbesserer und vielleicht sogar Wachstumsförderer bei Marc hat mich beeindruckt. Wir haben zwei mutige Menschen kennengelernt. Zwei unterschiedliche Ansätze, um die Landwirtschaft weiterzuentwickeln. Überall in Europa gibt es Andersmacher, die uns dazu auffordern, unseren Blick auf die Erde zu ändern. Klima- und Umweltschutz beginnt in der Erde.